Entdecken Sie jetzt Ihre Lieblingsexperten auf Wikisana. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format von Naturmedizin. Professor Dr. Albrecht Hempel ist heute wieder da und er ist einer der Ganzheitsmediziner, Kardiologe, die mich total beeindruckt haben. Und es ist mir eine große Ehre und Freude, dass er heute wieder hier im Studio ist und hat auch ein Thema mitgebracht, um zwar über das Unterbewusstsein und Heilung mit uns zu sprechen. Und da er sein Buch ja bei uns schon mal vorgestellt hat über diese Selbstheilung durch Tiefenhypnose und wir gesehen haben, dass alle Krankheiten letztendlich auch mit einem Fehlprogramm zu tun haben, bin ich doch sehr gespannt, was wir heute erfahren dürfen. Nach dem Intro legen wir los. Bleiben Sie dran. Ja, und da sind wir wieder und da ist auch mein Gast, Professor Dr. Albrecht Hempel. Herzlich willkommen, lieber Albrecht. Vielen Dank. Es ist schön, wieder hier zu sein. Große Ehre. Große Freude und nochmals das letzte Interview miteinander steckt mir immer noch in den Knochen und ich bin mir sicher, du hast damit sehr viel Gutes bei unseren Zuschauern bewirkt und deshalb nochmals herzlichen Dank dafür. Sehr gerne. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt über dieses neue Thema. Ja, also wir haben immer schon ja auch berührt, dass chronische Krankheiten heute eigentlich dominieren. 95% der Menschen, die irgendeine Krankheit haben, haben eine chronische, keine akute Erkrankung. Das ist ein umgedrehtes Verhältnis im Vergleich zu Krisenzeiten. Das heißt also, wir sind so wohl situiert und so, jedenfalls noch, in Frieden lebend, in äußerem Frieden lebend, dass Dinge, die weiter tiefer in uns sind, tragen dürfen. Also beispielsweise diese sogenannten Zivilisationskrankheiten. Ich habe einen stärkeren Bauch, als ich haben müsste. Warum tue ich das? Da könnten Fettstoffwechselkrankheiten, Bluthochdruck, also viele sogenannte Zivilisationskrankheiten, auch Altersdiabetes auftreten. Und das scheint scheinbar vom Himmel zu fallen, dass wir einfach dort hineinschlittern und irgendwann sagt der Arzt, Sie sind zuckerkrank. Und dann beginnt auf der körperlichen Ebene, dass man bestimmte Tabletten einnimmt, sich mit Zucker zurückhält und solche Dinge. Wir können uns eben auch fragen, wie bin ich dazugekommen? Und darin steckt auch die Antwort oder die Möglichkeit, auch diesen Weg, der dahin geführt hat, dazu, dass ich heute zuckerkrank bin, wieder zurück zu verfolgen, um ihn vielleicht aufzulösen. Wir hatten ja schon besprochen, dass praktisch der Aufwand für den Körper, gesund zu werden, viel geringer wäre, als krank zu bleiben. Es sei denn, es gibt einen Nachschub an krankmachender Information. Und da merken wir schon, da ist eine Art Widerspruch. Ein Widerspruch in uns. Und da haben wir schon eine Fährte, der nachzuspüren ganz wertvoll sein kann. Und das bedeutet auf der anderen Seite für den Menschen, der sagt, ich würde das gerne erfahren, dass er sich mit sich selbst ein Stück auseinandersetzt, vielleicht auch mit den dunklen oder mutmaßlich dunklen Seiten seines Seins. Also, wenn ich als Kind vielleicht Lehrern als Eltern hatte, man möge mir das verzeihen, oder Eltern, die sich sehr darum bemüht haben, dass mir aus mir etwas wird und mich immer wieder angetrieben haben, tüchtig zu sein, noch eine Fremdsprache zu lernen, vielleicht noch ein Instrument zu üben, damit es mir mal später gut geht, bedeutet für mich, um von dieser Mutter, von diesem Vater angenommen und geliebt zu werden, muss ich einfach sehr viel arbeiten. Und diese Melodie kann ich dann unterbewusst, ich lerne halt zu Hause bis zum 10. Lebensjahr in meinem Nest, es gibt kein anderes, gibt es eine bestimmte Verhaltensweise, die mir dazu verhilft, dass mich Mutti und Vati mir oft vermitteln, dass sie mich lieb haben. Das brauche ich. Das ist die Sonne des Lebens. Das Bewusstsein, ein liebenswerter, liebender Mensch zu sein. Wenn das so ist, würde ich völlig entspannt in der Ecke hängen und nicht mal Geige üben.
Aber dieses Programm, ich muss tüchtig sein, um geliebt zu werden, verallgemeinere ich später in meinem Leben, ohne mir darüber bewusst zu werden. Und wenn ich dann vielleicht ab 40 Jahren, wo das Leben nicht mehr extensiv zu beherrschen ist, also das meint, ab 40 Jahren beginnt der geordnete Sinkflug. Ich halte zwar noch die Geschwindigkeit, aber wenn ich nichts tue, bekomme ich Bodenkontakt, sprich ich werde krank. Und das bedeutet, dass wir, und das ist eben dieses Unterbewusstsein, diese Liebesheirat, die zu gelingen wertvoll sein kann, wenn ich verstehe, dass ich etwas ändern muss, damit die zweite Lebenshälfte auch gelingt. Also ein Satz dazu, das Leben ist schön, von einfach war nie die Rede. Oder die Dinge, die eben nicht offensichtlich sind, bedürfen meiner Zuwendung. Und hier beginnt dann etwas, wie nähere ich mich Problemen? Und da hilft es, daran glauben zu dürfen, dass wenn ich mich dem Leben zuwende, es sich öffnet. Viele Menschen leben, weil sie sich ein Stück den Tod nicht vorstellen können, daran deshalb nicht erinnert werden möchten. Wer befasst sich gerne mit Dingen, von denen er keine Ahnung hat? Und kann dazu führen, dass ich das verdränge. Und alles, was mich daran erinnert, dass ich mal sterben muss, bekämpfe ich. Was, habe ich schon wieder eine Falte oder das Knie? Nein, es darf nicht sein. Und je mehr wir verdrängen, desto anstrengender wird das Leben. Und der Versuch ist, das Leben im Griff zu haben, unter Kontrolle. Und das ist so, wie wenn du oder ich versuchen würden, unsere Frauen jeweils unter Kontrolle zu bekommen. Die Liebesbeziehung wäre tot. Mhm. Ja? Und diese Ängste, letztlich vor dem Tod, wenn man es ganz auf den Punkt jedenfalls, nehmen wir das davor, die Angst, etwas nicht beherrschen zu können, ist einer der tiefen Gründe. Und letztlich krank zu werden. Und es gibt Menschen, die Meditation, ist auch wunderbar, wenn man autogenes Training betreibt oder progressive Muskelentspannung nach Jakobsen. Also wenn ich innere Wege finde, wieder zurück zu mir in das Innere, wo die Schlüssel für ein glückliches Leben liegen, diese Wege wieder zu finden, ist das, um mich wie die Schöne und das Biest, küss mich und ich bin ein König, diese Geheimnisschritte oder diese Wege, sich zuzutrauen, wieder in die Fülle, in die Breite zu kommen. Und das heißt, in einer Beziehung dürfen wir von dem anderen immer sagen, du bist mehr, als ich je von dir sagen kann. Es ist ein Meer an Möglichkeiten, jetzt mit 2 E geschrieben. Und das vorauszusetzen, ist das Gegenstück zu dem, das sagt, jetzt weiß ich, wie du bist. Endlich habe ich dich erwischt, wie du eigentlich bist. Nämlich schwierig. Und so gehen wir mit dem Leben um. Und das, was wir brauchen, ist wieder sozusagen die Öffnung und das Spüren dessen, dass egal was passiert, ich spüren kann, also real erfahre, dass ich ein liebenswerter, liebender Mensch bin. Mein Vater ist Theologe, da gibt es in der Bibel den Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und in dem Gefühlsbuch kann man sehr gut, denke ich, auch gut erklärt nachvollziehen, dass dieses Gefühl der bedingungslosen Liebe etwas ist, was sich völlig gleich ist, wenn man so will, physikalisch das Gleiche ist, wenn sich diese Liebe auf meine Person richtet, auf eine andere Person oder auf etwas Übergeordnetes.
die Vogelwelt, die Natur, ja, all dies. Und das bedeutet eben dieser Satz, wenn ich den anderen sonst nur benutze, mir das Gefühl zu geben, ich bin doch liebenswert. Ich immer in der Gefahr bin, wenn mir das zu wenig erscheint, ich ihn quasi manipuliere, mir das noch öfters zu sagen. Und das ist, sagen wir mal, überspitzt formuliert, erzwungene, erpresste Liebe. Das ist keine Liebe. Und wir können, und das ist der Weg zu dieser inneren Liebesheirat mit sich selbst, wir können dieses erfahren. Und in der Hypnose, in diesem Buch, was du gezeigt hast, geht es darum, dass man für sich das auch nachvollziehen kann, sind auch viele schöne Beispiele darin, dass man in dieser Hypnose, in einem geführten Traum, ist der erste wichtige Schritt, dass man tatsächlich dem, der diese Hypnose jetzt begleitet, vertraut. Es ist wie ein Patient, der zur Operation geht, dem Narkosearzt sich übergeben muss. Also wenn er da nicht das Vertrauen findet, auch zu dem Operateur, das ist furchtbar. Und allein schon dadurch komplikationsträchtig. Ja? Also wenn ich dem, der jetzt mit etwas Gutes mit mir machen soll, nicht vertrauen kann, ist, das ist auch reine Wissenschaft oder Statistik in der Wissenschaft, sind die Ergebnisse vielmehr mit Komplikationen verhaftet. Mhm. Und so wie das in der Beziehung zu dem Arzt ist, ist es genauso auch in der Beziehung mit sich selbst. Und in der Hypnose, wir hatten schon erwähnt, dieses Kind, wo sich die Eltern getrennt haben, wo das Innere tief eingebrannt quasi steht, du kannst machen, was du willst, die, die du lieb hast, die du am meisten brauchst, um ins Leben zu kommen, die sind, haben sich getrennt. Und da das nicht gut für mich ist, es aber eigentlich gut wäre, alles unterbewusst, muss es an mir liegen. Ich habe einen Makel und bin von Gott oder dem Universum nicht so geliebt, wie ich es brauche. Und in der Hypnose geht man dann an diesen Punkt, dass man dann verschiedene Fragen stellt. Zum Beispiel, hast du eine Seele? Hast du eine? Ich vermute mal ja. Dies wird gefragt und bringt unterbewusst so die Anbindungspunkte, die mir helfen, wieder diesen Anschluss an das immer geliebt sein spürbar macht. So wie das in dem Buch schon quasi mal durchbuchstabiert ist. Und wenn jemand sagen kann, ja, ich habe eine Seele, dann kann man fragen, und ist diese Liebe verbunden mit der allgegenwärtigen Liebe? Wir machen es kurz. Wenn das möglich ist, wird das auch dreimal in der Bestätigung abgefragt. Also im Unterbewusstsein gelten Gesetze wie in den Märchen. Wer dreimal lügt, ist eine Sendung. Man fragt, im Märchen musst du drei schwierige Aufgaben lösen, dann darfst du die Königstochter heiraten. Einen Drachen töten, einen Schatz heben und noch irgendwas. Das hat mit Partnerschaftsfähigkeit null zu tun, aber mit der Vertrauenswürdigkeit, dass, wenn es mal ganz schwierig wird, ich dranbleibe. Und diese in der Hypnose, im Traum, genau übrigens wie in der Bibel, fragt Jesus den Petrus, der ihn verraten hat, dreimal, fragte ihn dreimal, hast du mich lieb? Und beim dritten Mal weint er. Das heißt, dieses dreimal in diesem ganz offenen, kommunikativen Verbindung zwischen Therapeut und Patienten, kann man nicht dreimal lügen. Und das bedeutet wiederum, wenn ich sage, ja, meine Seele ist verbunden mit dieser allgegenwärtigen Liebe und ich kann das
kannst du das für dich annehmen? Fragt man dann in der Hypnose. Ja, gut, dann nimm es für dich an. Und nach einer gewissen Zeit fragt man, hast du es für dich angenommen? Ja, bestimmt. Ja, ganz bestimmt. Ja, dann gilt das definitiv bis zum Lebensende. Und dann kann man weiterfragen und zum Beispiel sagen, sag mal, ist diese Liebe eigentlich immer da oder ist die manchmal weg? Na, eigentlich ist die immer da. Na, dann ist sie ja ewig. Ja, kannst du es dreimal annehmen. Okay, na dann, wenn deine Seele immer mit dieser Liebe verbunden ist, dann ist ja in einer gewissen Weise deine Seele auch ewig. Ja. Und gibt es irgendetwas, was stärker ist als diese Liebe? Nee. Kannst du es annehmen? Ja. Na, dann ist diese Liebe, die ein Teil ja deiner Seele ist, auch allmächtig. Ja, kannst du es annehmen? Und das bedeutet also so ein tiefes Verstehen von dem, was auch für den Begleiter ungemein berührend ist. In dem Wissen, fast 300 Hypnosen inzwischen durchführen dürfen, dass dieses staunende Erwachen in dem, was eigentlich immer ist, und für den Rest des Lebens bleiben wird. Das ist so unglaublich schön, was dort passiert, dass zum Beispiel Menschen, die mit Krebs kommen, es in einem sehr viel höheren Prozentsatz, also Spontanheilungen geschehen sonst in einem Verhältnis von 1 zu 10.000 plus minus, wissenschaftliche Statistiken, dann um den Faktor 1000 bis 2000. Wir haben noch zu wenig, also über 2000 Hypnosen jetzt. Aber es zeigt sich, dass alleine durch diese Hypnose, durch dieses Aufräumen mit dem Missverständnis, dass ich vielleicht doch kein liebenswerter, liebender Mensch bin, wo es okay ist, wenn der sozusagen geht. Also wenn ich dieses innere Ziel, warum ich dem Schöpfer, wem auch immer ich dort für mich sehe, von Herzen erklären kann, warum es eine tolle Idee wäre, mich auf dieser Erde zu behalten, weil ich noch Enkel und was ich alles noch Gutes vorhabe. So, dann wird eine Kraft für Heilung aktiv und lebendig, dass der Krebs einfach nicht weiter wachsen kann. Also 10-20% der Menschen bleibt der Krebs einfach stehen oder verschwindet sogar. Also ich habe mehrere Patienten, die jetzt sich schon lange tot sein sollen. Und ich kann das nie machen, sondern in der Beziehung, die wir im Tiefen, also in dem, es gibt immer ein langes Vorgespräch bei Hypnosen. Und das dauert manchmal 3 Stunden. Das klärt, worum es geht, was der Patient selber weiß, was er an schwierigen Dingen erlebt hat. Und auf der anderen Seite eben auch dieses Vertrauen schafft. Dass also genau nur das besprochen wird, anders als im sonstigen Traum, was vorher besprochen ist. Er hat die Kontrolle über den Inhalt. Und das nächste, wirklich sehr, sehr wertvolle ist, danach kann er, anders als im Traum, sich zu jedem Zeitpunkt, an dem er es möchte, an jedes Detail der Hypnose, wirklich Details, erinnern. So dass es im Späteren darauf ankommt, er bekommt auch die Möglichkeit der Selbsthypnose mit in die Hypnose hineingegeben. Das passiert dann quasi automatisch, wenn er bestimmte Dinge anspricht. Dass er immer wieder in dieser harmonischen Schwingung, die wir aufsuchen können, und dann passiert das sozusagen wie eine Höhensonde, wenn wir Vitamin D-Mangel haben. Oder da passiert es ist nicht automatisch, sondern dann stellen wir uns in das Licht der Sonne, die immer verfügbar ist. Und das erlebt man. Also das Entscheidende ist, auch in einer Beziehung, am einfachsten in Beziehung zu anderen Menschen, vielleicht zu meiner Liebesperson, zu meiner Frau,
diese Liebe immer wieder zu erneuern, sich immer wieder hinzubegegnen, ist so wichtig. Also es gibt ja Männer, wenn die ihren Frauen einen Blumenstrauß mitbringen, wollen die wissen, was hast du denn ausgefressen? Ich habe das Glück, dass ich diese Frage nicht bekomme, sondern dass wir damit auch das immer wieder erneuern. Also wir können auch nicht auf Vorrat uns in die Sonne legen und sagen, das reicht, das Vitamin D, was sich gebildet hat für die nächsten 2 Jahre, sondern wir sollten dort immer wieder hingehen, das einüben. Und wir sind seelisch, geistig immer dort, wo wir uns auch hinbegeben. Und es sollten eben, wenn möglich, nicht überwiegend das Dattel-Handy-Smartphone sein, wo ich aus meiner Sicht ein Stück abgelenkt bin von diesen Dingen, sondern dieses Jetzt-Gefühl von Eckhart Tolle. Also die Gegenwart können wir nur über Gefühle spüren. Der Verstand ist nur in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Von Gegenwart hat er keine Ahnung. Und wenn ich überwiegend im Verstand bin, verpasse ich das Leben, was draußen passiert. Es ist wunderbar, dass wir einen Verstand haben. Der könnte mich daran erinnern. Diese Geste ist innerlich, das ist meine innere Geste, dass ich mich daran erinnere, dort das mit einzubeziehen. Aber es verschiebt eigentlich letztendlich die Realität und lässt uns Blockaden zu, die letztendlich konträr zu einem Heilungserfolg stehen. Ja. Ich habe da auch immer so ein schönes Beispiel, wenn meine Frau mal wieder so in einem Jammermodus ist, oh, dicker Bauch, gar wieder eine Falte und so weiter. Und ich schaue sie an und sage, ach, du bist wunderschön. Sagt sie, ja, schau doch da, schau doch mal recht hin. Sagt, nein, ich schaue recht hin, ich sehe dich. Ich sehe dich. Und sie identifiziert sich wieder mit ihrem Körper, statt mit sich. Sie ist ja viel mehr als nur die Summe ihrer Organe. Yeah. Und genau das habe ich jetzt eben auch von dir so schön gehört in dieser Vorlesung, sag's das gern so, weil das Wesentliche ist halt im Jetzt, in der Gefühlswelt drin, und wir haben Programme abgeleitet, die uns unbewusst in einen Weg führen, bis zu einer Sackgasse. Und jetzt haben wir die Chance, rückzuschauen, und den Weg anders zu gehen? Ja, also ich weiß, ich habe eine Idee von dem, was du gesagt hast, auch wie es gemeint ist. Und was ich dahinter noch ein Stück meine zu spüren, sind, dass es sozusagen ein besser oder schlechter gibt. Und wir können uns, Schulz von Thun hat das für die Wirtschaft, dieses Modell des inneren Teams geschaffen, das auch von einer Kollegin, Psychotherapeutin, auch erweitert würde für das menschliche Sein, und die letztlich besagen möchte, dass wir innere Kräfte haben mit bestimmten Eigenschaften. Also zum Beispiel das innere Kind möchte Quatsch machen, dann der erwachsene Anteil, der immer auf Augenhöhe ist und sich als gleichberechtigt empfindet. Ein sehr schönes Kriterium. Also selbst wenn ich geistig behindert wäre, wäre ich nicht weniger wert als du. Das ist Konsens zwischen den Menschen und beschreibt ganz gut diese Eigenverantwortlichkeit des Jetzt und Seins. Und dann gibt es noch das Eltern-Ich, wo Werte abgelegt sind. Dann gibt es aber auch die Gefühle, den Verstand, die Seele, den Geist, den inneren Beobachter, den inneren Kritiker, den Genießer, den Faulenzer. Und das sind alles Mächte wie eine Schulklasse. Und aus meiner Sicht, das ist auch ein Teil der Gefühlsarbeit, ist, sich klar zu machen, dass das Ich wie ein Klassenlehrer dafür zuständig ist, dass alle meine Kräfte, die ja zu mir gehören und ihren Sinn haben, dass die das Klassenziel gemeinsam erreichen. Oder anders ausgedrückt, die Geschwindigkeit
meiner inneren Schulklasse durch den heutigen Tag wird das durch das schwächste, das langsamste Glied limitiert. Mhm. Und das kann bedeuten, dass ich für mich darauf einübe, diesen schwächsten Anteil besonders zu unterstützen. Mhm. Und dass, wenn es ein Problem für mich gibt und damit für das ganze Team, dass wieder meine Geste, ich in dieses Ich hinaufgehe. Also es bedarf dieses bewussten Prozesses. Das heißt, aus der Sicht des Kindes, wenn ich bin impulsiv, dann falle ich in eine Grube von 1,70 Meter. Da komme ich als 3-4-Jähriger nicht alleine wieder raus. Ich habe aber gleichzeitig den Erwachsenen, der sagt, na, wo ist denn der Kleine, jetzt gibt's Abendbrot. Und du musst mal gucken gehen. Mensch, was machst du denn da? Ich hole eine Leiter, hol dich raus. Das heißt eigentlich, im Team haben wir eigentlich für fast alles, was uns begegnet, eine Lösungsmöglichkeit. Wir müssen nur den Richtigen ansprechen. Und Lebenssituationen können dazu führen, dass Kraft auf mich zu, wenn der Antreiber und der Perfektionist, weil ich tüchtig sein muss, Programm von zu Hause, haben dazu geführt, dass ich eine Klinik geleitet habe, parallel die zweite, dann die größte in den 9 Bundesländern. Das Programm dahinter, du musst tüchtig sein, damit ich meinem Vater das Wasser reichen darf. Also ein unbewusstes Programm. Und wenn ich damals schon gemerkt hat, oh, das wird jetzt ein bisschen anstrengend und nicht gut, dass ich dort in diese inneren Kräfte, dieses innere Team, das ist eine Meditation, das ist eine Vorstellung, es funktioniert gut, wenn man sich ein Stück darauf einlässt, geht auch sehr schnell, 3 Minuten früh morgens, noch im Bett, man schaut, wie sind die Kräfte drauf. Und das führt dazu eben auch, dass diese Kräfte, wenn der Perfektionist sagt, also das schludert ja, also ich muss ja hier auf alle aufpassen, wenn diese Kraft weiß, die anderen helfen mit, sagen, ja, ist wunderbar, Steuererklärung haben wir pünktlich geschafft, heute geht's ins Konzert. Also dass wir diese innere Teamarbeit einüben und das führt unter anderem dazu, dass wir uns nicht so ohne weiteres überlasten, ist etwas, was jeder selber machen kann. Und es ist die für mich schönste Form der Friedensarbeit. Ich lebe und studiere und tue es einfach ausschließlich kooperative Ansätze bringen weiter. Wenn ich einen Anteil von mir innerlich bekämpfe, die Zehe tut weh, ich hau noch einen drauf, hinke ich noch mehr. Also wenn ich den, der schon angespannt ist, dann auch noch drücke, wird's schlimmer. Und das bedeutet auch, und das kann, so kann auch ein Arzt denken, dass man also nicht schaut, der Diabetes, ich gebe Insulin, sondern sagen, wie kommt der dazu, dass der Blutzuckerspiegel so hoch ist und Insulin nicht reicht. Das ist aber eine Haltung, die diese nach innen gerichtet ist und Achtsamkeit lebt. Und wenn wir ganz ehrlich sind und jeder sich selbst reflektiert, er muss noch gar keine Krankheit haben, aber er weiß genau, wo der Schuh drückt und wo letztendlich irgendwann was passieren würde, wenn wir nicht jetzt agieren möchten. Ne? Und das so ungemein Wertvolle ist, wir richten den Blick auf uns nach innen. Dort liegen für mich die Lösungen. Es führt auch zu mehr Ehrlichkeit und zu Demut. Also ich kann immer auch spüren, dass ich nicht alles im Griff habe. Und wir hatten schon mal über die Unverfügbarkeit gesprochen. Also Demut hilft mir als wirklich auch nicht nur in sich geschlossenes, achtsames Wesen mit mir zu agieren, sondern billigt das auch anderen zu und fragt sie, sag mal, hast du eine Idee, wie das bei dir zusammenhängt? Und plötzlich entsteht eine ganz andere Dynamik. Also du musst das machen. Ja? Und es ist ein faszinierendes gemeinsames Abenteuer. Also ich habe das schon mal früher, glaube ich, gesagt. Also diese Arbeit, die ich führe, ist in der Praxis wie in einem Verführungsinstitut.
Punkt, Punkt, Punkt zu sich selbst. Das ist schön gesagt. Ja, und das ist so ist einfach schön. Ja, und nach der Hypnose ist es sehr, sehr oft so, dass die Menschen wirklich ein leichtes, also sie schweben 5 Zentimeter über dem Fußboden nach Hause. Das hält sich nicht das ganze Leben. Und es wird jetzt auch wichtig, dass sie da dranbleiben. Also ihr Leben müssen sie weiterleben, selber. Aber sie haben jederzeit die Möglichkeit, wenn es schwierig wird, an das, was sie erfahren haben, in einer ganz tiefen Weise erfahren haben und sich immer daran erinnern können, sich quasi zurückzuholen, zu resetten oder einfach daran zu erinnern. Und das führt eben wirklich dazu, dass viele chronische Krankheiten, die entstehen dadurch, dass meine Gesamtkapazität wie in einem Bio-Regentonne, wenn die überläuft, bedeutet das, es passieren so viele Dinge, die ich mit meinem Kraftpotenzial nicht mehr regulieren kann. Ich bin übermüdet dann oder symptomatisch. Dass dann sozusagen der Spiegel abgesenkt wird, dann geht's wieder. Danke ganz herzlich. Sehr gern. Professor Dr. Albrecht Hempel war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich möchte jetzt da eigentlich gar nicht mehr groß etwas zusammenzufassen, sondern eigentlich diese Worte, die wir gerade gehört haben, noch ein bisschen nachklingen lassen. Denn Sie haben uns mit tiefer Weisheit, Wahrheit und viel Verständnis gezeigt, dass da eine ganz bedeutsame innere, tiefe Wahrheit in Bezug auf Heilung drinsteckt. Und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie sich auch mit diesem Weg beschäftigen. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.